Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Planet Coaster Karrieremodus, meine lieben Freunde. Es geht mal wieder weiter hier unten bei den Achterbahnen mit Tiefgang, beziehungsweise eigentlich nur bei der Achterbahn mit Tiefgang, meine lieben Freunde. Ja, wir haben sie eröffnet und ich hoffe, sie wird uns Geld drucken, ja. Aber eigentlich tut sie das, wir haben das ja schon gesehen. Eigentlich tut sie das. Sie war jetzt, glaube ich, gerade kaputt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die Leute hier... Warum mache ich das aus? Wir sind doch gar nicht in der Parkshow. Ich habe gerade die Parkshow aufgenommen. Deswegen bin ich gerade in dem Parkshow-Modus, meine lieben Freunde. Aber sind wir ja gar nicht. Wir sind ja im Karrieremodus. Da können wir mal die Interface anlassen. So, was sagt denn... Ich muss gerade gucken, weil es ist jetzt eine Zeit lang her. Ich hatte damals 3 Folgen am Stück aufgenommen und dazwischen war auch noch die Pause. Das heißt, es ist jetzt arg lang her, wo ich hier das letzte Mal war. Deswegen muss ich mal gerade auf meine Finanzen gucken. Wie viele Kredite haben wir am Laufen? Alle. Aber der eine ist bald durch und den anderen, das ist nur der kleine. Okay, gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das heißt, da sparen wir dann demnächst. Haben wir momentan eine Forschung am Laufen? Nein. Marketing? Nein. Okay, also wir sind momentan... eigentlich recht günstig unterwegs, wenn die Kredite dann auch noch abbezahlt sind. Wir haben 458 Leute nur im Park. Das klingt mir sehr wenig. Aber das wird hoffentlich mehr. Wir werden dann noch eine Werbung starten demnächst. Und dann gucken wir nochmal gerade auf die Ziele. Was ist jetzt nochmal das eine Ziel? Wir brauchen einen monatlichen Profit von 3.500 für 3 Monate. Sehe ich das richtig? Ja. Shit. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Dafür müssen wir auf jeden Fall die Kredite abbezahlen. Und möglicherweise sollten wir dafür noch Attraktionen bauen, damit der Park größer wird, damit mehr Leute rein können. Weil 3.500 kriegen wir das so hin. Ich wage es fast zu bezweifeln mit den Attraktionen. Vielleicht, wenn wirklich alles voll ist. Also, wenn wirklich alle Warteschlangen voll sind. Und dann... Könnte ich mir vorstellen, aber so wird es natürlich sehr knapp. Sehr, sehr knapp, denke ich. Also hier auf dem Kiki fährt irgendwie gerade niemand mehr. Dabei ist der Preis eigentlich in Ordnung. Also da beschwert sich eigentlich niemand drüber. Wir machen den jetzt mal auf 10. Es kann aber auch einfach sein, das ist auch eine alte Attraktion, richtig? Wie sehen wir das denn nochmal? Bei dem Prestige. Also sie geht bald auf veraltert zu. Nicht mehr lange, dann geht hier niemand mehr drauf. Wie ist das eigentlich, wenn ich den abreißen würde und einfach neu baue, dieselbe Attraktion? Was passiert dann? So, ich mach mal schneller, wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen hier. Also hier gehen sie auf jeden Fall rein. Beschwert sich da irgendjemand? Nein. Was kostet der? Wow. Okay, 24,50. Das scheint schon sehr austariert gewesen zu sein von mir. Kann ich schon sehen. Profit insgesamt, das haben wir bald schon, sind wir da bald im Plus schon. Also der hat sich bald schon, Coasty hat sich bald schon rentiert, meine lieben Freunde. Das ist natürlich nicht schlecht. Und hier, die Wasserbahn, glaube ich, hat sich schon. Oh Gott, das war eine Gelddruckmaschine. Die war Gold wert. Die war Gold wert. Ja? Das ist schon mal nicht so schlecht. So, ein paar gehen jetzt auch wieder auf Kiki. Aber insgesamt sind halt auch einfach zu wenig Leute hier im Park. Also da geht deutlich mehr. Technisches Problem hat Audi, ja gut. Aber eigentlich ist gerade ist Audi eigentlich auf. Müssen wir im Auge behalten. Ja, wir wollten hier auch noch ein bisschen Theming an den QB machen, weil der hat einfach nur 43%. Nur mal gerade... die Finanzen an. So, der Kredit ist abbezahlt, das ist gut. Und den hier können wir eigentlich, wenn wir dann ein bisschen Geld haben, auch direkt zurückzahlen. Und dann müssen wir nochmal gerade gucken, was habe ich denn noch an Fahrgeschäften, was ich bauen könnte? Ach, hier muss ich erstmal wieder Hauptspiel. Ich glaube, der Screaminator ist natürlich nicht schlecht. Sonst haben wir eigentlich alles. Aber so ein Screaminator, kann mir schon vorstellen, dass der ganz gut ankommt. Wieso sind hier wieder so viele Achterbahnen? Ich habe doch gerade den Filter angemacht, oder nicht? Hybrid.
hätte halt eigentlich auch gern so einen stinknormalen Woody, ehrlich gesagt. Den könnten wir uns ja auch leisten. Mit den Krediten. Einfach hier so einen Woody hin. Das wäre mein Ziel. Wir müssten wir forschen, höchstwahrscheinlich. Ja, wir sind einfach zu wenig Leute hier drin. Ich glaube... So. Okay, unsere Darlehen sind abbezahlt. Das heißt, das ist alles gut. Forschung haben wir nicht. Marketing. Ja, vielleicht machen wir jetzt mal eine Marketingkampagne. Da brauchen wir was für... Erwachsenengruppen. So. Und noch eins für Teenager. Für größere Parks. Naja, gut. Spaltender Einfluss. Zieht mehr Erwachsenengruppen für kleinere Parks. Machen wir das noch dazu? So. Mal gucken wir mal, ob jetzt ein paar mehr noch kommen. Also es passen ja auf jeden Fall noch mehr hier rein. Hui, ich bin gefangen. Gucken wir mal. Ach, Leute, die Kamera. Oh. Naja. Pff, von Lohnen kann da nicht die Rede sein, ehrlich gesagt. Naja, gut, wir lassen jetzt einmal durchlaufen und dann sparen wir für die nächste Attraktion. Achso, Forschung. Dann müssen wir die Forschung anwerfen, sonst bringt das hier gar nichts. Achterbahn. Kann aus Geldmangel nicht begonnen werden. Ach komm, Leute. Wie lange lasse ich die? Kann ich auch abbrechen, ne? Das kostet natürlich hier ordentlich. Sind die denn so generell mit allem... Ja, die sind eigentlich... Ja, wir haben keine Souvenirläden. Ja, stimmt. Wir könnten mal Souvenirläden erforschen auch. Das ist allerdings wahr. Ja, wir knacken jetzt die 500 eventuell. Erwachsenengruppen, Familiengruppen sind die meisten tatsächlich. Okay. Aber ich dachte, wir haben halt echt viele Attraktionen, die relativ halsbrecherisch sind. Da dachte ich, dass tatsächlich eher die Erwachsenen hier sind, aber gut. Familien macht hier den Hauptteil. Das heißt, wir bräuchten vielleicht auch ein paar mehr. Weil guck mal, hier beim Kettenkarussell, da stehen sie halt auch an. Ich breche das jetzt ab. So. Was sagen sie denn hier? Ah, der ist schon wieder kaputt. Das ist immer schlecht. Deswegen sind wir jetzt auch 2.000, 3.000 gleich im Minus. Scheißdreck. Machen wir hier mal die 8. Schari, die 8. Ja, tatsächlich. Mal gucken. Wir haben jetzt gerade keinen Kosten mehr. Was wir hier... Vielleicht, dass wir tatsächlich mal noch Familienfahrgeschäft machen. Nicht genug Geld. Haben wir hier einen Geldautomaten? Ja, da ist einer. Wo steht denn, wie viele den benutzt haben? Hier. Okay. Also ein paar holen da schon ihr Geld. So Leute, jetzt macht mal Plus. Ich könnte natürlich jetzt schon Geld abheben, beziehungsweise einen Kredit aufnehmen, aber das ist natürlich nicht so clever. Guck mal hier, ey, geht auch wieder keiner mehr drauf irgendwie. Aber wir sagen jetzt nicht, dass es zu teuer ist. Aber egal, machen wir nach 19. Tatsächlich vielleicht auch schon veraltet, die Attraktion. Auch kurz davor. Da muss man natürlich aufpassen. So, jetzt sind wir bald wieder im Plus. Jetzt. So. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Wir brauchen Souvenirläden. Hats. Das ist schon mal gut. Und dann nehmen wir noch ein Familienfahrgeschäft. Oder nehmen wir eine Achterbahn und bauen daraus eine Familienachterbahn. Ah, schwierig. Komm, wir nehmen die Achterbahn. Und machen jetzt... Hauen wir hier das Maximum durch? Auf jeden Fall beim Heads-Dings. Da hauen wir mal das Maximum durch. Damit wir da schnellstens Heads verkaufen. Das wird die neue Geldquelle, Leute. Ich sag's euch. Schön mal hier die Hüte verkaufen. Sogar 1000 Profit gemacht in diesem Monat, immerhin. Vielleicht würde es ja sogar was bringen. Aber es sind schon wieder nur 480 Leute im Park. Vielleicht würde es ja auch sowas bringen wie,
den Park komplett zu schließen und wieder aufzumachen. I don't know. Das ist ja Steiner, die ganze Zeit die Sounds macht. Leute, jetzt müsst man hier mehr auf den hier gehen. Da muss ich eine volle Warteschlange hatten wir hier mal. Ich muss mal hier einstellen. Mindestbesetzung. Voll besetzt. Schon, dass er voll ist, wenn er fährt. ...457 Besucher, oder? So. Das Ding ist fertig. Head's fantastic. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das können wir hier schon mal hinbauen. Warte mal, kann man sich mal leisten, oder? So ein bisschen Theming. Ja, ist ein bisschen sehr groß, das Ganze. Und dieser Park ist so dermaßen hässlich einfach. Zack! That's fantastic! Braucht erstmal andere Preise. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Krone, Baseballkappe. Das reicht. Und den Spezialeffekt-Ballon. Baseballkappe. Die kostet 15. Aber 13. Baseballkappe 12 bleibt. Krone 13. So. Kauft euch die Sachen. I can tell you, it's very good to have a hat. Ja, da kommen auf jeden Fall schon ein paar, die sich hier die Hüte kaufen. Wie sieht es denn überhaupt hiermit aus zum Beispiel? Mit Galpi Energy 5. Finanzen. Oh, da hat er schon ordentlich Profit gemacht letztlich. Das ist in Ordnung. Aber wir könnten hier vielleicht noch mal ein paar Bänke hinsetzen. Hier sind irgendwie gar keine Sitzgelegenheiten. Was sich leisten wir da hier? Leute! Ist das jetzt ernsthaft auch noch die teuerste Bank oder was? Ich kann hier einfach nicht hin. So, mal ein paar Sitzgelegenheiten hier, das ist nicht schlecht. Dann nehmen wir ein paar Mülleimer mit dazu. Wieso kann ich da keinen Mülleimer hinsetzen? Ey? So, okay. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, wie sieht's aus? Achterbahn ist noch dran. Dann machen wir jetzt hier noch Loons. Nee, wir machen jetzt das Familienfahrgeschäft. Da hauen wir den Maximum hier nochmal raus. So. Weil wir machen ja gerade, obwohl wir relativ viel ausgeben, für Forschung und so, machen wir ja gerade nicht so viel Minus. Tatsächlich. Aber ich will mehr Leute in den Park kriegen. Wir müssen natürlich immer darauf achten. Stimmt. Oh, ich muss mal mein Personal anschauen hier. Nicht, dass die irgendwie, dass da jemand lieft. Die sind ja auch relativ hoch ausgebildet. Das darf nicht passieren. Also, hier, Pete Ham, was ist mit Pete Ham? Warum nervt Pete Ham denn rum? Pete Ham kriegt, glaube ich, 200. Das ist relativ viel. Arbeitslast niedrig. Was hat Pete Ham? Den müssen wir im Auge behalten hier. Pete Ham. Meine. Habe ich nur. Ne, drei. Drei Kehrmännchen. Gut.
Also eine Familienachterbahn wäre schon nicht schlecht, tatsächlich, glaube ich, in diesem Park. Ja, beschleunigt Teilchen, what? Ich will nicht beschleunigt bei einer Familienachterbahn stehen haben, Leute. Ja, wir werden sehen. Ein Dieb wurde geschnappt, das ist nicht schlecht. Also tatsächlich, wir sehen hier, die Familienbetriebe sind eigentlich immer relativ gut besucht. Audi, nicht mehr ganz so. Was ist mit Audi los eigentlich? Oh, Audi ist veraltet. Naja gut. 9 Jahre bis zum Klassikerstatus. Ich verstehe schon, was das Spiel will. Wenn du jetzt normal spielst, nicht in einer Mission, dann würde man jetzt warten bis zum Klassiker, weil da ist der Prestige-Bonus von 110%. So wie wenn er neu ist. Aber... ja, weiß ich nicht. Wir lassen die jetzt mal stehen, ey, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Imagewechsel? Was ist denn Imagewechsel, Freunde? Das habe ich jetzt gerade entdeckt. Kann ich das? Was ist denn Imagewechsel hier für 1000? Ein Imagewechsel dreht für ein Fahrgeschäft die Zeit zurück und gibt ihm den Status etabliert zurück. Ach. Okay, kostet natürlich Asche, aber kann man auch mal drüber nachdenken. Imagewechsel. Wie sieht's hier aus? Hier ist ja gar nichts los. Was keiner sagt, dass es zu teuer ist. Es sind einfach zu wenig Leute im Park. Das ist einfach so. So, aber wir haben jetzt einigermaßen Geld. Wir haben hier die Forschung fertig. Ach, der Enterprise. Und? Ach. Ach, damit kriege ich doch keinen richtigen Familiencoaster hin. Oder? Shit. Aber vielleicht kriege ich damit so einen mittelmäßigen hin. Das reicht ja eigentlich auch schon. Wo Familien trotzdem drauf können. Was war das denn hier, der, ne? 'Taifun. Vertikaler, synchroner. Also damit kriegt man schon was hin. Leute, es wird der Taifun. Es wird der Taifun. Ende der Diskussion. So, also, der hat hier diesen krassen Lift. So, das reicht schon. Und das können wir uns... doch, jetzt können wir es uns leisten. Okay, das geht jetzt aber schon ab. Warte mal, dann gehen wir wieder zurück. Ist halt die Frage... warte mal... ach, hier haben wir Kettenliftende mit Überhang. Und hier haben wir das. Normale quasi. Was ist hier an geiler? Das ist schon cool, ne, glaube ich, wenn man hier... nehmen wir das. Wir müssen jetzt nur sehen. Warte mal. Wir haben keine Forschung an, wir haben keine Finanzen. Ja, wir können natürlich jetzt wieder einen Kredit aufnehmen. Und den fertig bauen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ob da noch richtig teure Sachen sind oder ob das jetzt geht. So, dann könnte ich hier wieder sowas machen. Nee, das ist aber Blödsinn, ne? Was heißt das? Das sind unterschiedliche Teile. Also irgendwas ist doch hier mit meiner Steuerung nicht ganz richtig. Freunde. So viel Speed haben wir ja nicht, oder? Reicht? Geht die Kurve hier? Schon. Machen Sie ein bisschen. Was weiter hier? Hallo. So müsste sie doch eigentlich funktionieren. Wir haben ja da unten noch ein bisschen Platz. Ich will sie aber gerade kriegen. So. Was haben wir denn hier für... Specials.
An Betriebsmitteln, Loops. Hier kann ja eigentlich jetzt ein Loop hin. Ein stinknormaler Loop. Nur halt deutlich kleiner. Übrigens müssen wir mal hier ein bisschen langsamer machen. Na komm, bisschen größer. So, kriegt er das hin? Achso, ich muss den schon bauen, ne? So, gucken wir uns das hier oben mal an. Ah, guck, dann wird er nämlich wie so beim Dropkick dahin geslidet und dann geht das ab. Ist doch nicht schlecht. Geil, ey. Okay, ein Ticken kleiner. Was ist das? So ist, glaube ich, in Ordnung. Au. Hallo? Ich nicht leisten können jetzt mehr. Okay, wir nehmen jetzt das Kreditdings auf. 5.000 und 2.000. So. Wir zahlen so wenig wie möglich zurück. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn diese ist vorbei und gucken dann, wie das hier wird, oder? Bis dahin, haut rein, macht's gut, euer Brilli. Ciao, Leute.